Also ich bin sehr glücklich, dass ich wieder hier bin. Und unsere jetzt Traum war, ne, seit Samstag, wir möchten schon im Flugzeug sitzen und glücklich hier landen und arbeiten gehen. Das war die zweite, also das war der schlimmste Tag nach unserer Leben. Und gestern war auch alles, aber der Samstag, also das kann man nicht beschreiben, das muss man sehen. Da drin sein, diese. Das Schlimmste war auf diesem Strand, diese Fähre, die ganze Aktion. Also das Schlimmste war auch, wenn kann ich sagen, Panik von diesen Leuten. Ne? Das war unglaublich. Also ich habe sowas das erste Mal erlebt. Und in der Poolbar war das halt so, wo ich und mein Bruder, wir haben uns dort was bestellt. Und da war halt die Mitarbeiterin. Und die hatte mit einem davor geredet. Und die meinte so, dass sie total durch den Wind ist, weil ihre Mutter ihr gerade geschrieben hat, dass alles brennt. Und sie meinte, sie möchte nicht mehr arbeiten, weil sie kann einfach nicht arbeiten. Die hatte dann halt auch die ganze Zeit den Manager angerufen, meinte auch zu uns, dass wir warten sollen. Und wir meinten so, gar kein Problem. Und so zum Beispiel diese Frau ist mir, die geht mir auch nicht aus dem Kopf. Aber ich kann also, wir haben große Kinder. Das war ja, auch, die also Kinder vor Ort. Adrenalin, ja, so aber so viele... So kleine Kinder mit Babys, diese Boden. So viele Kilometer. So viele Kilometer, die sind immer noch da. Diese Hotel auf dem Boden. Die eine immer aber schon mit Badeanzug, die hat keine zu wechseln, alles im Hotel gebührt. Wir haben noch Glück gehabt, dass wir haben geschafft mit dem Koffer. Ich habe noch am Strand geschrieben. Hat ihre Tochter gerade erzählt. Ja. Ich freue mich sehr für Sie. So, danke schön. Und kommen Sie jetzt erstmal runter nach dem. Der Sonnenurlaub war super schön. Ja. Die letzten zwei Tage. Ihr habt von diesem Verdacht gehört und dass es vorher absichtlich gelegt wurde und dann hast du auch noch eine Entdeckung gemacht. Was war das? Also ich war ja auf dem Weg mit dem Taxi wieder zurück in das Gebiet. Dann hatten wir am Rand Polizei gesehen mit jemandem, den sie angehalten hatten, einen roten Motorroller mit einem jungen Mann drauf, der einen 5 Liter Wasserkanister voller Benzin dabei hatte. Danach hieß es, dass die Polizei die Straße wieder komplett absperren wird für in das Gebiet rein. Das heißt, wir waren wirklich die Letzten, die dann noch an dem Tag überhaupt rein konnten und rein durften. Und ja, dann als wir zurückkamen, etwa 20 Minuten später, 30 Minuten später, ging es halt so weit, dass sie ihn abgeführt haben. Und der Taxifahrer war die ganze Zeit davon am Reden, dass da schon seit Tagen Leute in den Bergen rumfahren mit Benzinkanistern auf dem Arm, auf Motorrollern und dass sie auch Offroad in die Berge gefahren sind damit und dass man auch davon ausgehen könnte, dass sie das Feuer noch angebracht haben.